muss da irgendwie von einem anderen Weg noch rein, um das, um den Ventilator auszumachen. Dieses Rätsel hat keine Lösung. Ernsthaft, es ist totaler Unsinn. Nicht, es ist, nein, ist nicht mal den Versuch wert. Wenn dir nicht mehr wichtig ist, eine Lösung zu finden, wirst du frei sein. Lass dich nicht von Samsara entmutigen. Es gibt eine Lösung. Dein Geist darf nicht in Mustern gefangen bleiben. Wenn du die Wahrheit ohne Vorurteile verfolgst, wirst du sie auch finden. Oh, ich hasse sowas. Komm ich nicht ran. Ich meine, ich mag ein wenig um die Ecke denken. Das ist gar kein Problem für mich. Aber es soll auch lösbar sein. Das nehmen wir mit. Versuch's mal so. So, dieser. Muss jetzt irgendwie das. Und das connecten. Während der hier das und das connecten muss. Kann ich es auch ins Wasser stellen? Klappt? Ja, sehr gut. Sehr schön. Den hab ich. Labyrinth. Okay, also das eben fand ich nicht so schwierig wie das davor. Aber das empfindet ja eh jeder anders. Okay. Ja, genau. Hier ist eine Kugel. Ist noch eine Kugel. Oh, es gibt sogar einen Gemma. Wahnsinn. Ich schaue erstmal, wo ich hier hinkäme. Da käme ich theoretisch an noch einen Jammer, wenn ich noch einen dritten hätte. Okay. Hier war nichts. Nein. Hier komme ich nicht hin. Dann muss ich ja hier lang. Hier sieht er mich nicht. Nein, und da ist der Schlüssel. Sehr gut. Den haben wir. Ich hoffe, ich habe auch keine Nachricht übersehen.
So, raus hier. Gemma mitnehmen. Okay, dann schauen wir mal nach Schlüsseln. Hier war doch eine Tür. Schlüssel wieder mitnehmen? Das war total unnütz. Das war total unnütz. Oh, ich kann den von hier außen stören. Vielleicht war es doch nicht so unnütz. Weil wir gehen jetzt einmal hier wieder raus. Und dann können wir uns nämlich den hier holen, gefahrlos. Und dann das mit irgendwas verbinden. Jetzt ernsthaft? Okay. Okay, weiß Bescheid. Ist in Sichtlinie. Na dann probieren wir das mal. Das will ich jetzt sehen, ob das funktioniert. Wo war denn dieses Fenster? Ach, da. Ja, ich erinnere mich. Pass auf, wir machen jetzt so. Und so. Hier, oder? Nein. War doch auch blöd. Ach, hier, okay. Okay. Ich muss natürlich den und den treffen. Und dann kann ich den Achso, das war da hinten. Okay, hier hin. Und die zwei verbinden. Und dann muss ich hier nur noch raus und kann mir den Stern holen. Irgendwie geil, wa? Also da muss man dann wirklich alles irgendwie. Gut, dass ich das erkundet habe vorher, dass mir das aufgefallen ist. Weil jetzt ist das offen
Und ich kann mir hier, plupp, den Stern holen. Ich meine, okay, dadurch habe ich trotzdem erst 3, aber hey, es sind schon 3. Das ist einer mehr, als ich vorher hatte. Was mich aber bei dem Labyrinth keinen Schritt weitergebracht hat. Ich gehe gleich nochmal gucken. Ob ich in dem Labyrinth vielleicht doch noch irgendwie weiterkomme. Aber erstmal anders hinsetzen. Ganz wichtig. Ei! Irgendwann, wenn ich ganz viel Geld habe, werde ich mir auch einen richtig geilen Computerstuhl oder Sessel holen, weiß ich noch nicht. Einen schönen weichen. Achso. Ich habe natürlich meinen Controller jetzt weggetan, habe versucht, mit Tastatur und Maus zu spielen. Nein, nein. Das klappt nicht. Ja, ist okay. Geh weiter. Niemand will was von dir. Ich nehme den Gemma einfach wieder mit. Ich brauch dich nicht stören. Ich warte einfach, bis du weg bist. Okay, damit hätte ich die jetzt quasi abgeschlossen. Lass mich nochmal hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ist nix. Nichts Nützliches. Ja, so nah und doch so fern. Ich kann ja jetzt auch nicht den Schimmer nehmen. Ja, geht da automatisch wieder raus. Okay, das weiß ich noch nicht. Den Stern fand ich viel leichter. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal Richtung Burg und schaue mich da ein wenig um. Auch hier so am Rand, würde ich sagen, schauen wir uns um. Einfach weil hier wäre auch perfektes Versteck, irgendwas anzupinseln. Ist echt schön hier. Also davon abgesehen, dass es alles immer ein bisschen flackert, haben sie sich echt Mühe mit der Umgebung gegeben und die echt schön gestaltet. Ich mag auch Burgen sehr gerne. Nicht da hoch. Aber ich glaube, das bringt mir nichts, ne? Naja, wir gucken uns trotzdem an. Ach, guck einer, schau, bringen uns doch was, nämlich 2 Nachrichten. Es gibt so viel Schönheit in dieser diesem versteckten Winkel der Welt. Obwohl sie keinen Zweck erfüllt. Das stimmt. Vielleicht sind sie gerade deshalb schön, weil sie keinen Zweck erfüllen. Das ist durchaus möglich.